Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jobcraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit den beiden besten Menschen hier in diesem Ultra-Hardcore-Projekt. Und zwar der fühle Flocke mich diskriminiert. Und der Katze. Warum fühlt ihr sich hier nicht diskriminiert? Ich bin nicht einer der besten Menschen, ich bin die beste Katze. Okay, er ist die beste Katze, die beste Streichelkatze. Ich bin fein. Und Flocke ist auch fein, oder? Massenmord an Kühen! Oh, Oxidaisies, Oxidaisies, Oxidaisies! Hier sind ganz viele! Klaus! Klaus? Entschuldigung. Ja, Klaus, so komisch. Oh, ich hab Oxidaisies gesammelt. Schreit Oxidaisies. Hey, Flocke, warte mal eben. Hier. Weil du nett bist. Sunflower. Yay! Wir müssen mal bald wieder das ganze Fleisch braten. Ja. Ja, dazu möchte ich aber eine sichere Stelle haben. Ja. Deswegen, ich habe auch nur noch ein einziges Fleisch, dann esst halt so lange ein paar Pilzsuppen oder sowas. Wir haben ja noch. Nein, die Suppen können wir nicht verschwenden. Suspicious Do solltest du nicht verschwenden, aber Pilzsuppen kannst du theoretisch essen. Haben wir Pilzsuppen? Das ist das, woraus Suspicious Do's existieren, nur dass du noch eine Blume hinzufügst. Okay. Leute, seht ihr noch hinter mir eigentlich? Nein. Wir haben die Oxidaisies eingesammelt hier. Okay, dann komme ich ganz kurz zum Stück zurück. Ich glaube, die sind ja wertvoll, oder? Wenn ihr potenziell sehen könnt. Ja, die Oxidaisies sind für uns halt wirklich fresh. Also ich habe falsch Schaden bekommen. Oh. Da ist Lava, das ist ungut. Oh. Da, ich sehe euch. Übrigens brauchst du für die Mushrooms du keine, keine Blume. Das ist unauthentisch, ne? Wie meine ich ja, wenn du keine Blume verwendest, kannst du die Mushrooms du so verwenden. Wer ist eine feine Katze? Garfield. Warum Garfield? Ich dachte, du bist die feinste Katze. So, ich bin sehr laut, Katze. Garfield hat genug gezahlt. Wer ist eigentlich besser, Garfield oder du? Ich. Okay. Ich wollte das einfach einmal geklärt haben. Eigentlich steht das ja außer Frage. Jo. Jo hat aber trotzdem gefragt. Frech. Katze? Wo willst du hin? Ja. Zu den Oxidaisies, weil ich meinen Oxidaisie-Vorrat wieder auffülle. Der bei mir auf einem Stack im Inventar liegt momentan. Über einen Stack. Sehr gut. Da hast du eine ganze Menge Gravel. Yep. Sollen wir da mal hochgraveln? Ich würde da gerade allgemein gerne hoch, ja. Wir sind hier in einem Mountain-Biom. Hier wäre zwar, wenn wir das Dorf finden, eine relativ schlechte Geschichte, aber so kommen wir trotzdem mal ein Biom ein bisschen weiter. Aber das ist so der neue Stil von Minecraft. Das finde ich auch nicht schlecht. Dieses Exploring durch die Welt wandern und so, das hat auch was, finde ich. Das ist eine Sache, die ich normal in einem Minecraft-Let's Play gar nicht machen würde. Ich würde mich erst an einer Stelle aufbauen, zu einer Stelle, wo ich sage, okay, da kann ich ein Haus bauen. Und dann würde ich nach und nach exploren und die Sachen um mich herum sozusagen im Kreis so radial scannen und dann immer wieder gucken. Würde es sich anbieten, nochmal irgendwann was mit Redstone zu machen? Weil da hätte ich übelst Lust drauf. Es gibt Sachen, die sich anbieten. Zero-Tick-Farmen zum Beispiel sind relativ praktisch, aber komplizierte Sachen oder Spielereien im Endeffekt mit Redstone, was ja zum Beispiel Keycard-Reader oder sowas definitiv wären, sind halt in Ultra-Hardcore echt nicht vonnöten. Nee. Also du kannst es trotzdem machen, wenn du dann in dem Moment nichts anderes zu tun hast, habe ich da überhaupt gar nichts dagegen. Aber es gibt halt Dinge, die braucht man theoretisch nicht. Ne? So eine automatische Farm, die mit Redstone funktioniert, mit Observern oder sowas, ja. Aber Observer und so weiter werden sowieso werden wichtiger sein als Diamanten oder sowas. Also seltener sein als Diamanten. Mhm. Weil du musst dir überlegen, für Observer musst du in Nether. Und in Nether gehst du nur 2-3 Mal maximal. Mhm. Nether ist nicht so geil, ne? Nee, Nether musst du auch komplett richtig abbauen. So, hier müsst ihr aufpassen, nicht zu stark droppen. Äpfel noch nicht essen, ne? Habt ihr noch irgendwie Essen bei euch? Ich habe kein Essen mehr bei mir. Du kannst auch rohes Fleisch essen, ne? Nee. Mag ich auch. Du kannst nur kein rohes Chickenfleisch essen. Flocke, hast du Fleisch? Nö, rohes. Esse ich wirklich rohes? Kannst du gerade machen. Wir haben relativ viel momentan auf Vorrat. Das war aber dann aber jetzt sehr rare, das Fleisch. Ja, ist wirklich selten. Finde ich gut. Raw. Ach Gott. Ich mach die nie lustig über mein Englisch. Schon schlecht genug. Hey! Ich mach meine Wortwitze über alles. Ist mir egal, ob du das in dem Moment falsch sagst oder nicht. Ja, da geht's nicht weiter. Guck mal, Jo schlägt
richtig doofe Schafis. Die haben es verdient. Sollen wir von hier aus mit dem Boot weiter tuckern? Ja. Jo. Da unten sind noch ein paar Schafe. Wie heißen die? Nicht Schafe? Die Dinger mit Eutern? Kühe? Kühe. Hast du das jetzt ernsthaft noch nie gewusst? Ja, ich habe eine Wortfindungsstörung. Ist immer wieder so bei mir. Arme Katze. Manchmal ist er so faul, dass er manche Sätze nicht zu Ende. Also weiß manche man, da kannst du niemanden zum Vorleiten. Wenn am Ende des Satzes Erdbeere. Genau. Let's get on. Flocke, bist du fein? Du bist fein. Feine Flocke, fein. Ich guck mal nach hinten. Dann. Nein. Tu das. Oh, was ist das denn da schönes? Drone City. Drone City, Drone City, Drone City. Hm. Aufpassen. Möglichst schon mal einen schönen Bogen drumrum düdeln. Hm, da haben wir ganz schlechte Erfahrung mit. Ja, normalerweise würde ich einen Trident-Typen einfach hinter mir lassen, aber das letzte Mal, wo wir das gemacht haben, war halt eine vertrackte Situation. So ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. Ich meine, ein Dorf in so einem Plainsbiom wäre halt schon wieder ziemlich Deluxe. Ich calle jetzt mit meinem Luck, dass wir hier vorne gleich Shinies finden. Shinies, genau. Macht der Gewohnheit. Ich weiß ganz genau, wo mein Kopf liegt gerade. Ihr wisst es alle. Oh, schön. Sag mal, genau, wie ist denn das eigentlich? Warum ist Plains-Biom nochmal für ein Dorf so gut? Weil wir dort auch die Oxide-Daisy-Auto farmen könnten. Wenn wir in einem Dorf unsere Base bauen könnten, würden wir dann automatisch auch an Oxide-Daisies kommen, ohne größere Probleme. Hm, wie kriegen wir das Bone-Meal? Jetzt wird übrigens gleich was passieren. Das Bone-Meal könnten wir mit einer Zero-Tick-Farm und Kompost dann zum Beispiel bauen. Ah. So, da ist was passiert. Was? Ich bin durch mein komplettes Schwert durch. Upgrade auf Eisenschwert. Ich auch. Du hast noch ein Steinschwert, das komplett funktional ist. Naja, nicht mehr lange. Ja, deswegen. Mach das fertig und dann. Okay, das bringt kein Fleisch. Nicht die arme kleine Babykuh. Das Pferd bringt auch kein Fleisch. Nee, habe ich auch gemerkt. War ja ein Experiment. Es hätte ja sein können, dass da Fleisch rauskommt. Hat ja noch niemand klar gemacht, wenn die Pferde nicht töten wollt. So, Kaktus. Ein kleiner grüner selber. Kaktus steht draußen am Balkon. Holla hi, holla ho, holla ho. Das rohe okay, Fleisch ist nicht gerade gut. Nee, es ist nicht auf lange Dauer. Definitiv nicht. Ich würde dir wirklich Sachen wie eine Mushroom-Soup oder sowas empfehlen. Goldene Karotten. Warum atmest du so schwer? Die können wir bekommen im Dorf. Ja, dafür müssen wir erstmal das Dorf bekommen. Lange Reise durch die Wüste. Was? Entertainment, Atmosphäre. Wenn es langweilig wird, kann ich auch die Musik ein bisschen lauter machen hier. Wenn es langweilig wird, danke. Alles gut. Ah, dann danke, dass du mich vergibst. Hä? Hab ich noch nie verstanden. Was wäre denn so lustig gewesen? Ach so, nein, ich meine langweilig bei mir. Warum soll das? Ist alles gut, Jo. Du bist nicht in Erklärungsdrang. Ich bin einfach nur eine feine Katze. Die Grüezi, Servus und Hallo, gell? Es wird dunkel. Mein Bett ist weg. Warum steckt ihr immer mein Bett ein? Hört auf, mein Bett. Ich hab dein Bett nicht. Katze? Ich hab dein Bett nicht. Was? Du hast ich hab's for real jetzt nicht. Wenn du's nicht abgebaut hast gerade, dann hast du keins mehr, weil du es nicht abgebaut hast. Jo, ich brauche jetzt eine Aussage. Hast du noch ein Bett? Nein. Hast du okay, noch Wolle? Baue ich ein neues. Ja, ich baue ein neues. Habe ich das nicht abgebaut? Hier nein, hast du neues Bett. Nicht abgebaut, weil du es wahrscheinlich vergessen hast. Neues Bett auf dem Crafting Table. Oh, das ist ein schönes Deck. Lass uns doch mal alle zusammenlegen. Na, natürlich legen wir uns nicht zusammen. Ich baue es ab. Ich habe es abgebaut. So. Ja, und du nimmst es auch mit. Wunderbar. Habe ich mal mit meinen drei guten Freunden hier in der Wüste geschlafen und es geht weiter. Ja, muss man auch mal gemacht haben. Du kannst kannst du abhaken auf deiner To-Do. Auf meiner Bucketlist. Ich esse die ganze Zeit rohes Fleisch hier. Können wir die mal irgendwo kurz einen Stopp machen und ein bisschen Fleisch kochen? Mach dir doch eine Mushroom-Soup. Wie macht man die denn? Keine Ahnung. Eine Schüssel, einen braunen Mushroom. Kann man die auch in seinem eigenen Craftenfeld machen? Ja, klar. Ich habe keine Schüssel. Hast du eine Schüssel für mich? Dann mach dir eine. Hier. Cool. Ansonsten 3 Holz. Für 4 Schüsseln. Oh ja, das ist ja wirklich einfach. Lol. Cool, danke.
Okay. Da sind Schüsseln. Lol, die werden ja gar nicht mal voll aufgesammelt. Okay. Danke, Katze. Hinter uns gerade ein Hass gestorben im letzten Moment. Oh. Ja, jo, das hat keiner gesehen. Das war mein erstes Herz. Ja, so eine Suspicious Doom. Geil. Das war mein erstes Herz. Wie viel heilen Suspicious Dooms nochmal? 1,5. Lohnt sich jetzt natürlich. In dem Tropenbiom gehen wir keine Schiffswracks suchen im Moment. Warum? Hier gibt es die Pufferfishies, die Lebenden, die theoretisch vergiften können. Und selbst wenn wir da nur eins ganz random irgendwie aus irgendeinem Grund nur treffen, sind wir vergiftet und würden theoretisch auf einem Herz unten sein. Das ist zu riskant. Okay. Savanne. Es gibt keine schlechteren Biome als Savannenbiome. Ich habe entweder bei euch gerade irgendein bestimmtes Atemgeräusch oder wir haben hier irgendwas, was ich noch nicht kenne an Mob. Nein, alles gut. Okay. Ich kau gerade wieder. Gehört. Das kann sein, dass ich. Okay, nee, es war ja so ein Darth Vader. Das war der Delfin vom Sound her. Oh, rechts ist irgendwas Großes. Korallen. Ja, das sind Korallen. Korallen? Das ist Korall, Mr. Krabs. Oh, wie schön das aussieht. Ja. Ja. Minecraft hat auch seine schönen Seiten. Habe ich nie behauptet, dass das nicht so wäre. Minecraft ist immer schön schon gewesen. War schon in seiner Beta damals, war das schön. Das hat auch was, irgendwie was Nostalgisches, dieses Spiel. Und ich finde auch immer schön, dass sie die Texturen immer so ein ganz klitzekleines bisschen ändern. Das macht sowas richtig viel her. Die Quarztextur ist viel schöner geworden, finde ich. Seid ihr noch hinter mir? Ich kann nicht. Emerald ist auch nicht schlecht. Ja, sind wir noch. Wir sind noch hinter dir. Da vorne wäre ein Schiffswrack, ist aber immer noch im Ocean Bio. Also im Tropen Ocean. Sind auch wieder Korallen. Okay. Seegurkis. Nur Seegurken sind auch nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, momentan hier unten wäre mir zu risky. Da vorne ist ein Seewrack, ein Schiffswrack oberhalb. Wir sind wieder an der Savanne rausgekommen, ist auch interessant. Ist der Schiffswrack noch nicht? Der Schiffswrack ist schon weg, das war rechts gerade. An der Ding, da ist danach dann die Sandbank vorgespawnt. Schafi, okay. Sollen wir links, links müssen wir weiter. Ja. Alter, der Delfin gerade, dachte sich auch erstmal. Keine Rücksicht auf Verluste. YOLO. Ja. Der spielt nicht Hardcore. Ja, der spielt immer, springt über uns drüber. Irgendwo spielt er auch Hardcore. Interessanter Bug. Da vorne ist eindeutig ein Baum gespawnt, der Veins und Lianen runterlaufen hat, obwohl er in der Savanne steht. Das ist definitiv ein Sumpfbaum. Wahrscheinlich ist da so ein Sumpfbiom so ganz blöd reingepatcht, dass das so aussieht, deswegen. Okay, wir haben die Möglichkeit, hier an Land zu gehen. Ja, warte mal, was ist das da oben links? Das sieht aus wie... Dorf! Ja? Ja, definitiv Wüste, Dorf. Ah ja. Ja, oh, sehr schön. Ist das gut? Gerade die Heuballen. Dass wir ein Dorf gefunden haben. Ich meine, das haben wir die letzten vier Folgen versucht. Also Wüste. Nein. Ist Wüstedorf gut? Ist in Ordnung, ist irrelevant. Jedes Dorf ist okay. Das einzige Problem, was wir hier jetzt zum Beispiel haben, ist, dass wir Husks haben können stattdessen. Bedeutet, die haben dann nochmal einen Nahrungsdrain. Okay, wir sind da, wir sind hier, wir sind fein, wie sich das gehört. Wir haben hier einen Iron Golem, bitte schlag den Iron Golem nicht. Wir haben genug zu trinken, zu essen und so weiter. Das Gebiet hier einigermaßen auszuleuchten, wiederum wird ein bisschen interessant werden. Aber wir werden hier eine Mauer hinstellen und dann passt die ganze Geschichte. Wunderbar. Ein wundervoller Moment, um die Folge zu beenden. Gut. Wundervoller Moment, um die Folge zu beenden, Leute. Oh, wer war dran von euch? An dieser Stelle, weiß nicht, war ich dran? Dann ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.